nah und gern. Die Lösung für alle Generationen. Und so funktioniert's. Die hilfesuchenden Personen werden vor Ort im Supermarkt, durch die Stadt, in der Zeitung oder in Amtsblättern über den neuen Service von nah und gern informiert. Der Hilfesuchende registriert sich entweder über die App oder für die ältere Generation kann dies auch vor Ort im Rathaus geschehen. Hierfür müssen lediglich die persönlichen Daten, die Anschrift sowie ein SEPA-Lastschriftmandat hinterlegt werden. Im Bedarfsfall kann der Hilfesuchende nun per App oder auch telefonisch seine Einkaufsanträge an Nah und Gern übermitteln. Nah und Gern vermittelt diese Einkaufsaufträge nun an zuvor via der App registrierte Helfer, die in ihrer Umgebung per GPS nach Aufträgen suchen können. Der Helfer begibt sich in den Supermarkt und erledigt die Einkäufe. Die Einkäufe werden einfach an der Kasse per Scan eines Barcodes, welcher aus der NUG-App erzeugt wird, bezahlt. Nachdem der Helfer die Ware ausgeliefert hat, bestätigt er die Lieferung in seiner App. Der Hilfesuchende erhält daraufhin sofort eine Benachrichtigung in seiner App oder, falls nicht verfügbar, einen automatisierten Telefonanruf, der die Lieferung mitteilt. Der Einkauf wird verifiziert und die Stadt, die als Treuhänder fungiert, autorisiert den SEPA-Einzug für den Supermarkt. Sobald der Einkauf und die Zahlung verifiziert sind, erhält der Helfer eine Gutschrift im NUG-plattformeigenen Punktesystem, den sogenannten Nuggets. Ab einer gewissen Anzahl können diese bei der Stadt gegen Gutscheine eingetauscht werden. Diese Gutscheine sind von Bars, Restaurants oder anderen Einrichtungen, die aufgrund der Corona-Krise aktuell schließen mussten und mit Gewinneinbußen rechnen müssen. So wird der ganzen Nachbarschaft geholfen.